Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gipser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein heutiger Gast ist Andy Bierwirth. Er ist Foto-Video-Content-Creator und nicht einer von vielen, die ja sowas nebenbei machen, sondern er ist äh, ausgebildeter Profi-Fachmann mit über 20 Jahren Erfahrung, also auch ein alter Hase aus der Medienbranche. Und wir sprechen einfach mal Kreuz und Quer über das Thema Content Creation, Video, Foto äh, im Zusammenhang mit Unternehmenskommunikation, Unternehmen. Social Selling, was auch immer alles dazugehört. Denn kennengelernt haben wir uns vor einigen Wochen beim B2B-Influencer-Forum bei ThyssenKrupp in Essen. Grüß dich, Andi. Florian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mensch, toll. Ja. Das erste Mal hier mit Riverside und so. Mensch, ich bin ganz begeistert. Richtig, oh, richtig professionell nicht, ne? hier alles. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Klingt Klingt ich <laughs> nee, kenn ich gar nicht. Nee, kenne ich gar nicht. Muss, ich muss ja erstmal ja erst eine Ode an deinen Namen hier singen. Hatten wir eben schon. Ich finde dein Name <laughs> ja. ist halt, Also Andi ist auch toll, mit Sicherheit. Aber Bierwirt ist ja der Knaller überhaupt. Also für uns hier in der Eifel, da wird wahrscheinlich jeder aus dem Schwarzwald, aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald oder überhaupt aus dem ländlichen Gebiet, wo sehr Gerne und viel Bier getrunken wird, auch beipflichten. Das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, der Name. Ne? Also, wenn irgendwas und irgendjemand auf mich neidisch ist, dann garantiert wegen meinem Nachnamen, ja. Das stimmt. Also, da bin ich auch schon recht stolz drauf, aber da hört es dann auch schon auf. Weil du trinkst eigentlich gar kein Bier. Doch, ich, ich bin ein richtig leidenschaftlich äh, gerne. Gerne Biertrinker, also auch alle Sorten, also außer alt, ne? Also, das hat so regionale Gründe. Ja, aber, aber Kölsch naja. ist ja auch kein Bier. Kölsch ist, weißt du, Kölsch ja, Alt das ist das. So wenn du so ein Fass auswäschst, ne, in der Brauerei, dann kommt ja immer so eine Flüssigkeit raus und das füllen die in Köln als Kölsch <laughs> ab. Ja, das würde ich jetzt anders sagen, aber ich bin ein großer Kölsch-Fan, doch. Ich trinke oh. sehr gerne Kölsch, ja, ja. Aber es ist ja auch okay, ne? Jeder kann ja das trinken, was er möchte. Das ist, das ist richtig. Ich bin ja witzigerweise in Bitburg geboren. Deshalb haben früher im Freundeskreis meiner Eltern immer alle einen Witz drüber gemacht. So, haha, jeder kennt deinen, kennt dich und deinen Geburtsort. Ähm, ich bin jetzt aber deswegen kein großer Bitfan. Also, das Bitburger hat sich auch stark verändert in den letzten 30 Jahren. Das habe ja sogar ich mitgekriegt. Äh, obwohl ich es nicht viel trinke. Aber hier in der Eifel ist natürlich als Lokalpatriot Bitburger. Oder hier gibt es ein paar kleine, wie kleine, äh, äh, nennt man das jetzt, craft bier Zum Beispiel mhm. Vulkanbräu. Bei uns hier in der Gegend ist mittlerweile hier ein großer Plattzisch. Hab ich auch mal gehört, ja. Großartiges Bist Bier. Bist ja auch nicht ganz um die Ecke, bist ja nicht ganz nicht um die Ecke, ne? Also, du bist ja eigentlich um die Ecke. Eifel ist ja direkt nebenan eigentlich hier vorne. Genau, ja, ja Wir sitzen ja hier an der Nähe des Ahrtals und von uns hier nach Mendig zum Vulkanbräu sind 10, 12 Minuten. Da lohnt mhm. sich ein Ausflug hin übrigens. Ins Vulkanbräu hat auch ein hervorragendes Brauhaus. Jetzt muss ich mal anrufen bei denen, dass sie mir auch ein bisschen Geld geben hier für die Werbung. <laughs> <laughs> nee, also Schöne Grüße ist, an dieser Stelle. Genau, schön Grüße an dieser Stelle an die Familie Piep. Ähm. Ja, also ich bin auch großer Bierfan. Witzigerweise, wie gesagt, ich habe nichts gegen Bitburger, ich habe auch nichts gegen Kölsch. Kölsch ist häufig für mich ein bisschen Lusch, aber frisch gezapft ist es natürlich auch toll. Aber meine große Leidenschaft sind wirklich bayerische Biere, wenn wir jetzt schon mal beim Bier sind. Also ja, Weißbier hat auch was. Also ich trinke auch sehr gerne Erdinger. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne, okay. leider. <laughs> das ist das also sehr gehaltvoll einfach. Ne? Also das ist schon. Ja. ja, oder einfach helles. Ne? Also mein Bruder wohnt in ich München ich auch, mit ja. seiner Frau. Tegernsee. Mm. Ja Tegern. In Tegernsee waren wir letztes Jahr im Sommer. Eine Freundin von uns, die hat eine Ferienwohnung. waren wir und da sind wir ins Tegernsee Brauhaus. Gott, hier ist ja jetzt ein Name Dropping ohne Ende. <laughs> Aber ey, gigantisch. Bei 30 Grad draußen ein frisch gezapftes Tegernsee. Es läuft mir schon Wasser im Mund zusammen. Es ist. Ähm, oder? Aber wo wir jetzt gerade mal hier bei bei so Biersorten sind. Ne? Also das ist ja generell und vielleicht so eine kleine Überleitung hinkriegen. Ähm, Reden über Alkohol oder insbesondere auch Bier, das ist ja auch schon wieder so Kommunikationstechnisch ein bisschen fragwürdig. Ne? Also äh, das ist ja schon wie mit ich esse gern Würstchen und so und das also das ist ja schon mittlerweile so fast ein bisschen verpönt habe ich so das Gefühl. Ne? Also, ja für dich als Städter vielleicht hier in der Eifel würdest du nur schief angeguckt und alle ja, würden den Kopf schütteln. <laughs> das stimmt, ja das stimmt. Gut, aber in also. der Eifel würde mich auch jeder komisch angucken, wenn ich die veganen Würstchen auf deinen Grill legen würde. Ah, nee, nicht mehr. Also, nee, nicht mehr? Okay. Ich komme ja auch aus einem vegetarischen Haushalt. Mein Vater ist seit 35 Jahren Vegetarier. Ich bin vegetarisch aufgewachsen. Ähm, kenne noch die Zeiten, wo vegetarisch halt wirklich Scheiße schmecken musste, weil es halt die Öko-Bewegung der 80er war. Also die ganzen. <laughs> Weicheier, die heute sich beschweren über vegetarisch, schmeckt nicht. Kann ich nur sagen, Leute, meine Kindheit war 80er Jahre, Ökobewegung, halt einmal den Ball flach. Ne? Da also man noch da auf musste, Holz gebissen. ja, da musste noch so, weißt du, so ein Teilchen aus dem. Ich erinnere mich noch, ich weiß noch, wo der Bioladen war. Mein Vater sagte, ah, heute holen wir ein paar Teilchen, Puddingteilchen, und ich freute mich. Ja, Puddingteilchen. Ja, und dann gab es so ein braungraues etwas aus Vollkornmehl, was auch nicht mehr ganz so frisch schien. Ich weiß nicht, ob es vom Vortag war. Ähm, es war mit, mit Honig gesüßt, völlig okay, aber beim Reinbeißen hatte ich das Gefühl, ich verlasse jetzt erst, ver, ver, verliere erstmal meine Schneidezähne. Und es schmeckte so, als würdest du auf, keine Ahnung, auf gemahlenem Beton rumkauen. Es war echt, also das war, das war wirklich 80er Jahre Bioladen. Da musste das Leiden direkt mit drin sein. Da ist heute natürlich alles viel besser. Was hat sich im Gegensatz zu früher nach heute im, beim Thema Unternehmenskommunikation geändert? Florian, die Frage geht an dich. Das ist jetzt, jetzt stellst du mir hier Fragen, also unverschämt halt hier, <laughs> <laughs> Heideck, wir hier meinen Podcast. Aber es ist eine gute Überleitung, <laughs> dass wir mal zum vernünftigen Thema kommen. Ja, bevor wir die ganzen nicht bier und Veggie-Leute -Veg und Nicht-Veggie-Leute vergraulen. <laughs> ja, du kannst dich ja eigentlich nur noch in Nesseln setzen heutzutage, aber wie schön, ja, dass das mir das schwierig. relativ egal ist. Ähm, was hat sich verändert? Das ist eine gute Frage, weil Videokommunikation oder sagen wir, Unternehmenskommunikation war ja nicht. <lacht> Sorry. <lacht> oh. ah. ähm, Unternehmenskommunikation war ja nicht immer mein Hauptthema oder mein Thema überhaupt. Ich komme ja eigentlich aus der klassischen Musikproduktion, also nicht jetzt Orchesteraufnahmen habe ich auch gemacht, aber halt wirklich Musikproduktion. Ähm ja und habe erst erst vor zehn zwölf Jahren mit dem Thema zu tun gehabt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Bereitschaft und die Akzeptanz für Video doch deutlich zugenommen hat durch Corona. Also wirklich, dass mal viele erst mal, zum ersten Mal wirklich mit Video im Unternehmenskommunikationskontext zu tun hatten, außerhalb von Social Media oder Imagefilm, also Imagevideo. Also das Thema Trainings, wir haben jahrelang Trainingsvideos produziert und ja. konzipiert für Unternehmen. Das war, als wir angefangen haben, 2012. Es war absolutes Neuland. Total. Ja, also, ähm, ich, ich bin ja mittlerweile sehr, sehr lang schon in diesem Business. Ich mache den Blödsinn ja schon seit 2001. Also ähm, damals auch schon in der Filmproduktion, wo ich gearbeitet habe, da, gibt, da gab es da halt eben nur das. Ne? Also da sind die Unternehmen auf uns zugekommen und haben gesagt, so hey, wir brauchen irgendwie für Messe oder für... Ja, für Internet kam so 2012, 13 oder sowas. Das war auch ganz interessant. Die, die ersten Gehversuche von YouTube waren ja, ich weiß ich meine, es war 2012, oder? Ich weiß YouTube gibt es so seit richtig. 2008 oder 2009. Oh, okay, alles klar. YouTube das ist ganze, dieses Jahr volljährig geworden. Nee, letztes Jahr. Ah, geil. Das, das, das Witzige dabei ist, ich habe damals in einer Firma gearbeitet, die das schon vor YouTube auf dem Schirm hatten. Die haben, äh, mit, mit, die haben Software entwickelt, um äh, Videos online zu streamen, also hm. eine Plattform zu schaffen. Eigentlich genau das, was YouTube gemacht hat. Hatte dieser Geschäftsführer, für den ich damals gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe übrigens. Es war 2011, denn die Ausbildung habe ich dann 2002 gemacht. Ähm, der hatte das auf dem Schirm und der wollte das machen. Aber wie gesagt, falsche Ort, falsche Zeit. Falsche, von, falsche Leute auch, und aber ein paar Jahre später, bumm, YouTube. Und es war genau das, wofür wir damals auch gearbeitet haben und was wir auch den Firmen teilweise dann verkauft haben. Ne? Mhm. Also die waren alle geil darauf, oder denen irgendwie mal klarzumachen, okay, es ist nicht nur dein Messestand, der ein Video braucht, sondern eventuell auch mal irgendwie auf deiner Homepage könnte sich doch mal ein Video mal lohnen. Ja, wie soll das denn gehen? Wie geht das, wie geht das denn technisch und so? Das hatten wir damals... Das hatte noch niemand auf dem Schirm, aber der hat, der hat es der gesehen und das fand ich sehr beeindruckend. Und wie gesagt, mhm. ein paar Jahre später, bumm. Ja. also Aber wieso würdest du war? sagen jein? Weil also das Video und Unternehmen schon, wir haben ja auch, wir haben ja eine Videoagentur gehabt, viele Jahre schon da war, auf jeden Fall. Aber diese breite Akzeptanz für die verschiedensten Videoformate, auch gerade Live-Videokommunikation, da ja, ist klar. der Riesenboom nee, ist durch Corona erst. Naja, klar, das, sowas schon. Aber diese, 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 dieses Bewusstsein für Video oder für Imagefilme oder sowas war ja auch schon weit vor Corona. Ja, ja, das ist also, schon. Also, zumindest in meiner, das wollte ich sagen, in meiner Bubble war das natürlich schon weit vorher, vor Corona, äh, ja, elementarer Bestandteil unserer Auftragslage, ne? Also, es waren Firmen, die sind auf uns zugekommen, die brauchten halt für Messestand, für für, ja, für, Fer für Fernsehen auch damals. Für die, die jetzt äh, mithören und nicht wissen, was Fernsehen ist. Das sind so komische Geräte, die hat man früher mal an, an, die, äh, an die Wand angeschlossen und da konnte man dann Filme gucken und so und Serien. Das gab es damals auch mal. Da hat man nicht gestreamt. Also, das ist kaum Wann. vorstellbar aus heutiger Sicht. Völlig irre. <laughs> ja, das ist aber auch die Erfahrung, die, die ich halt genauso auch teile. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ähm, vorher war halt. Das haben wir ja gerade bei dem Thema äh, Trainingsvideos und zwar nicht einfach nur eine PowerPoint, die runtergesprochen wird, sondern wir haben es auch teilweise, ich, ich weiß einmal, für ein Unternehmen, das war zur Fußball-EM, haben wir wirklich auf dem Fußballplatz hier gedreht, um halt ein Produkt zu erklären, so mit einer Drohne von oben, wo ein Haus eingezeichnet war, ging um WLAN und so. Äh, und dass da die Akzeptanz da war, dafür auch Geld auszugeben im Trainingsbereich, das war 2012, 2013, als wir losgegangen sind, eine, eine riesen Neuheit. Ich weiß auch, selbst wir haben ja als Partner einer Trainingsfirma das gemacht. Selbst innerhalb der Trainingsfirma gab es einen Haufen Bedenken nach dem Motto: Jetzt nehmt ihr uns hier die Jobs weg und so. Ähm, ja. Und die Unternehmen, die es gemacht haben, waren wirklich nur große, teilweise auch Global Player, viele aus der irgendwie Technologiebranche. Und da habe ich auch zum ersten Mal mitgekriegt, wie halt auch immer mehr in Videokommunikation, äh, Videokonferenzen stattfand. Aber so, dass jetzt Unternehmen in der breiten Masse auf einmal verstehen, was, was mit Video möglich ist. Und zwar. Nicht, okay, bei Video denken wir sofort an einen Unternehmensfilm oder einen Imagefilm, sondern ey, es geht ja noch viel mehr. Wir können ja, mein Webinar ist ja auch ein alter Hut mittlerweile, aber wir können ja noch viel mehr machen wie ein Webinar oder wir können mal selber einen Livestream machen. Das hat sich schon sehr drastisch verändert in den letzten vier Jahren, durch corona ja, Stimmt. Das Bewusstsein wurde in dieser Zeit besonders geschärft, das kann man schon sagen, ja, weil ähm, auf einmal mussten sie sich irgendwie äh, damit äh, ja, damit auseinandersetzen, wie funktioniert so eine Webcam, wie mache ich so einen Zoom-Call auf, wie erreiche ich meine Mitarbeitenden überhaupt nochmal, wie mache ich das Showfix, fix, wenn, wenn alle zu Hause bleiben müssen und so weiter und so fort. Ne. Und dann damit einhergehen, dann halt auch irgendwie so: ja, okay, wie können wir. Wie können wir daran fallen, dass das Bild jetzt nicht so scheiße aussieht mit unserer Webcam? Was können wir machen? Gibt es da irgendwie vielleicht Möglichkeiten, da mal eine Lampe aufzustellen oder sowas? Also da dieses Bewusstsein dafür, ja, definitiv, das, das hat auf jeden Fall einiges befeuert, der, der, der Scheiß Virus. Wenn er, wenn er für, 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 für eins gut war, dann vielleicht für unsere Branche, ja, das stimmt schon. Ja, also bin ich total dabei, wobei ich bei uns jetzt auch erlebt habe, dass halt dass halt der Kampf in der Dienstleistungsbranche, wenn man nicht schon etabliert drin, äh, drin war oder ein gutes Standing hat, auch schwerer geworden. Es war auch der Grund für uns Klar. zu sagen, hier. Also wir waren in dem Bereich ganz gut, aber dann ist das, genau das auch passiert, was wir natürlich jetzt auch machen. Dann hat die Trainingsfirma entschieden, ja gut, dann können wir jetzt das Ganze auch in-house machen. Die Technik ist ja jetzt auch günstiger geworden und äh, ne, haben jetzt selber Studios. Alles gut, alles in Ordnung. Ich habe es von vielen Kollegen, meine Frau, die ist ja auch Videografin. Und äh, aus, aus ihrem Studium raus hat sie noch viele Kontakte und da sind doch einige, die auch erzählt haben, der, der, der Preiskampf ist auch natürlich, wenn du noch nicht richtig fett etabliert bist und deinen mhm. dein, dein Ruf hast, ist schon schwieriger geworden. Aber das ist ja immer so, wenn du so einen Boom hast bei einem Thema. Ne? Absolut, ja, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich muss auch direkt ein fettes Aber dahinter setzen. Ähm, dann ist wieder, dann ist es wieder gefragt, dass du Teil der Dienstleistung wirst oder dass du den Unterschied bewirkst bei dem ganzen Kram, bei dieser bei dieser ganzen Masse von austauschbaren Dienstleistungen da draußen in dieser Branche. Ne? Also jeder, der mittlerweile ja ähm, von Mama eine Kamera zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, denkt ja er wäre Videograf oder Fotograf. Ja. Ne? Dass da noch eine Menge mehr zugehört, das sieht man ja gar nicht. Ich kann den Auslöser drücken, zack, ich bin Fotograf. Ja, da brauchst du noch nicht mal irgendwie, äh, da musst du für jetzt nicht unbedingt studieren. Ja, es gibt genügende Aut Autodidakten da draußen, die herausragende gigantisch gute Fotografen und Fotografin geworden sind. Ne? Also ich, äh, ich hinterfrage sowieso generell immer dieses, dieses, dieses Schul oder dieses Lizenz oder dieses ähm, IHK Ausbildung blablabla Verständnis da draußen, weil das ja du kannst ja damit kannst du eine gewisse Expertise ähm, vorweisen aber um wirklich outstanding zu sein und wirklich in dieser ganzen Masse hervorzustechen, sind ganz andere Qualitäten und eine ganz andere Kommunikation notwendig, um aus dieser Masse herauszustechen. Um aus, diesem, aus, diesem, aus diesen Milliarden Sandkörnern am Strand mal als fetten Felsen dann da auf einmal zu stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du selbst in der Kommunikation aktiv bist und auch als Creator oder als Dienstleister offen und äh, ja kommunikationsfreudig dann in die Welt raustrittst und sagst hey ich bin hier ich kann dies und kann jenes es muss nicht immer es muss nicht immer der die Mona Lisa sein die du die du zeigst es reichen auch kleinere Sachen die du gemacht mhm. hast aber fucking man muss es halt zeigen Weißt mhm. du? Sonst, sonst geht man halt eben unter. Wenn du jetzt eine Webseite hast, wo drauf steht, ich bin Videograf oder Fotograf und lädst da zwei, drei äh, Bilder hoch, davon, da da kommt kein Jobs her. Also es ist entweder nur das Netzwerk, das persönliche Netzwerk oder halt eben das, ähm, das Netzwerk auf irgendeiner Social-Media-Plattform, ob es jetzt Insta, TikTok <laughs> oder OnlyFans ist, ja? Ist scheißegal, ob es ist, irgendein Netzwerk, wo man stattfindet. Und das ist ja eigentlich auch der... Ähm, der das ist ja auch eigentlich genau das, was Unternehmen heutzutage halt eben auch machen müssen. Viele von denen, ey, wir haben 80 Trilliarden Unternehmen in Deutschland gefühlt. Aber ein Bruchteil von denen ist überhaupt sichtbar. Hm, und auch, bei, und auch, die, auch die haben genau dieselben Probleme wie wir Dienstleister, die in der, in der audiovisuellen, audiovisuellen Medienbranche unterwegs sind. Die stehen vor genau demselben, äh, genau demselben äh, dieselben Schwierigkeiten. Deren Dienstleistung Produkte ist genauso austauschbar. Kriege ich den Stahlträger von Stahlmeier oder kriege ich den Stahl, Stahlträger von Xi Hao Hung aus Asien für ein Zehntel des Preises? Wenn ich, wenn ich Stahlmeier, wenn die eine geile Kommunikation haben oder sich nach außen zeigen, ey, wir machen hier richtig geile Wertarbeit und ja, bei uns kostet der Stahl halt nicht äh, einen Cent pro Meter, sondern irgendwie 200 Euro, hm. dann musst du mir erklären als Kunde, warum wa was habe ich denn dann da? Warum soll ich denn bei euch kaufen? Und dann kommen schnell Sachen wie, okay, unsere Expertise, unser, un unsere Firma, unser Spirit, es ist halt was anderes, wie wenn du, wenn du ein Rolex haben willst. Du willst dann keine Casio-Uhr haben. Du willst die scheiß Rolex. Auch wenn die, wenn die von der Technik her, die zeigen dir beide die Uhrzeit an. das Ist scheißegal. Aber trotzdem ist diese, klar, manche wollen auch keinen Rolex haben, kann ich voll verstehen. Ja. Aber es ist halt trotzdem so, dass Rolex halt das zigtausendfache des Preises verlangt. Und, den werden die Uhren aus der Hand gerissen einfach. Das ist, mhm. das ist Branding, das ist Marketing und das ist Ko Unternehmenskommunikation. Und für Unternehmen ist es genauso wichtig wie, wie für uns, für dich, für mich und für alle anderen da draußen. Bist du unsichtbar? Bist du nicht mehr für lange da? Hatte ich letztens ja. als, als äh, letzte Woche habe ich ein Webinar zu einem Thema gehalten für mittelständische Unternehmen. Und da war mein Hauptsatz, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Das ist ja ein Klassiker, ja. aber ähm, wer nicht digital sichtbar ist, würde ich jetzt auch sagen, findet nicht statt, weil das immer wichtiger wird für Unternehmen, definitiv. Und was ich meine, bis vor wenigen Jahren, so sorry, aber bis vor wenigen Jahren äh, war ja auch halt ganz klar das persönliche netzwerk ne also wenn wenn wirklich da dann 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 die so ein silberrücken aus der aus dem marketing oder aus dem aus dem vertrieb dann äh, ankommt mit seinen Karteikärtchen und diesen fächer du, die man so mhm. dinge kann netzwerk geht auch offline ja aber die die schnelllebigkeit oder die dynamik und die das exponentielle wachstum von von äh, neuen kontakten ist auf ist online halt eben kolossal wie auf Steroiden. Ne? Also du, es ist viel leichter, die Leute online zu erreichen, als offline. Du total. kannst auch Netzwerk, Netzwerkpartys oder irgendwelche Messen oder, das ist auch so ein Ding, Messen sind für mich in meinen Augen total overrated und absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber das, das funktioniert ja auch. Das funktioniert ja immer noch, weißt du? Es wird trotzdem noch Millionen aus, auf, ausgegeben für einen scheiß Messestand, der nach zwei Wochen wieder äh, weg, weg, weggeschmissen wird. wird ja, aber das habe ich auch. Ja. Genau. Damit bin ich zum Beispiel auch äh, mal in, in einer Branche oder in zwei Branchen echt auf äh, die Nase gefallen. Ich gesagt habe gesagt: Hey, lass doch den ganzen Messen kann man auch alles digital machen. Ich sagte: Nein. Und in unserer Branche gibt es gewisse Dinge wie halt Haptik. Ne, mal wirklich die Dinge an der Hand zu haben, die sind wichtig. Ähm, und da ist es aber interessant, die Kombination aus beidem zu bieten, dass man halt sagt, wir setzen nicht nur auf Messen, sondern wir können ja auch andere Leute erreichen, indem wir halt digital arbeiten. Ja, was du, du eben be beschrieben hast, ja, find ich, ist für noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was ich auch echt erst gelernt habe, als ich aus der Medienbranche raus bin, weil meine Erfahrung ist, äh, der überwiegende Teil in der Branche, ich war früher auch ein Tech-Nerd, total ne, immer up-to-date mit allem, und viele sind so in ihrem fachlichen, technischen Ding drin. Dass sie echt schon scheuklappenmäßig ihre Arbeit super machen, sich aber total schlecht verkaufen, mhm. muss man einfach sagen. Dann kam, ich habe das alles schon vor der Videobranche. Also, was du gerade beschrieben hast, mit diesem Jeder ist Fotografen so, das habe ich alles vier Jahre vorher erlebt. Weil zuerst, zuallererst hat die Grafiker erwischt in den 90ern. Und die zweite Branche, die kam, war die Audioproduktion. <laughs> weil seit Ende der 90er kannst du. Anfangs noch sehr umständlich, aber recht schnell doch sehr komfortabel Musik- und Audioproduktion auf dem Computer machen. Und das hat ein Freund von mir hat mal schön gesagt, der sagte, die Demokratisierung der Produktionsmittel hat die Branche ruiniert. Und das kann man vielen solchen Branchen sagen. Weil die Branche nicht hinterhergekommen ist, diesen Mehrwert. Was bietet ein echter Profi an Mehrwert gegenüber dem Billiganbieter? Also wir haben äh, regelmäßig auch mit Unternehmen, die unsere Dienstleistung brauchten, seien es Plattenfirmen, seien es äh, einfach Unternehmen, die irgendwelche Video- oder Audioinhalte brauchten, den Kampf gab, dass sie sagten, ja, aber ich kenne ja einen, der macht das so nebenberuflich, der nimmt 150 Euro am Tag. Und das war echt schwer. Irgendwann war es unmöglich zu argumentieren, ja, aber bei uns kriegen sie den Service, das ist besser, weil es ihnen einfach nur noch egal war. Mhm. Und das ist halt super, super gefährlich, dieses Verkaufen nur über den Preis. Also, bin ich absolut bei dir. Jeder sollte aufhören, über den Preis zu verkaufen. Weil ich habe das früher auch bei den Kunden regelmäßig gesehen, die, die über den Preis eingekauft haben. Die haben mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach eingekauft, weil es nicht funktioniert hat. Aber das ist immer dasselbe. Das ist ja auch immer das, wo die, wo die Unternehmen dann halt auf mich zukommen. Die sind ja alle, alles gebrandmarkte Kinder. Die haben alle genau das erlebt, was du gerade gesagt hast. Die haben dann da irgendwie, die sind dann zu, zu irgendwelchen, äh, Leuten hingegangen, die die, 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 wie gesagt, von Mama eine Kamera geschenkt bekommen haben und der sich irgendwie vielleicht sogar ganz gut verkauft hat oder die, haben die dann gebucht, haben dann gedacht so, okay, alles klar, das ist der letzte Rotz, den wir hier bekommen haben. Das machen die zwei, dreimal. Aber dann überlegen dann doch dann irgendwie so, okay, hm, gehen wir vielleicht dann doch mal lieber zu jemandem, der, der will zwar irgendwie 20, 30 Prozent mehr haben, aber hey, der macht das schon seit, keine Ahnung, zigtausend Jahren und hat äh, ähnliche Projekte in der Richtung schon mal gemacht, hat nicht einfach nur einen Auslöser gedrückt und hat hier und da vielleicht auch noch mal ein paar smarte Ideen. Das zahlt sich halt eben aus. Und das ist wirklich, also es ist absolut Lust, immer, immer wieder dasselbe Thema die landen alle irgendwie da bei mir ich weiß auch nicht Als erstes muss ich dann immer so ein bisschen therapieren da ja oder so ein bisschen mm. diese 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 trauma ich muss ja ich muss traumabewältigung machen ne die sind alle die haben alle die haben alle wahnsinnig viel Geld gelatzt für irgendeine Dienstleistung, wo die gesagt haben, ich, ich kriege immer dasselbe zu hören. Die haben immer, so, immer gesagt: so, ja, wir haben da echt scheiße Erfahrungen gemacht und sowas alles und wollen immer alles genau wissen und sowas. Dann ist es für mich auch wieder schwierig, dann das nötige Vertrauen aufzubauen, um halt wirklich auch Konzept, Konzepte zu erarbeiten oder, oder Skripte, die dann auch funktionieren, die die Leute erreichen. Mhm. Und das ist echt schwer manchmal. Und dann, äh, da das ist dann auch wieder was. Da, da brauchst du Vertrauen für. Und dieses Vertrauen brauchst du nur auf, wenn du sichtbar bist und Möglichst offen und ehrliche Kommunikation pflegst und halt auch tiefe Einblicke nicht nur in deine Arbeit, sondern auch in deinen Kopf zulässt. Das halte ich für mindestens genauso wichtig. Aber ich wollte jetzt gerade auch noch was anderes sagen. Da kommt ja noch, ein, da kommt ja noch eine weitere Problematik auf uns gerade zu. Ich hasse das Thema persönlich. Ich kann es nicht mehr hören, aber es ist leider wirklich eine ernstzunehmende Stellschraube, die die komplette Branche und nicht nur unsere komplett auf den Kopf stellen wird. Das ist leider AI. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile, das ist ganz nett, ganz nice, künstliche Intelligenz kann mittlerweile Dinge produzieren, die für viele, auch für viele Unternehmen, okay sind. Da ist dann irgendwie, dann, dann schmeißt du irgendwie so ein paar Videoclips, die irgendwie der, der Erwin aus dem Control in, ja, da im, auf dem Sommerfest gemacht hat, schmeißt du irgendwie in so einen Topf rein, drückst auf den Knopf, mach mal schön, das Ding unterlegt irgendwie die, 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 die Clips irgendwie mehr oder weniger schlecht mit irgendeinem Song und am Ende kommt das Logo rein und bumm, und dann haben sie da ihr, ihr, ihren Content, den sie posten. Für viele Unternehmen reicht das und für, bei vielen Unternehmen ist das auch schon eine bessere Qualität. Als, was als das was sie ne, was sie selber machen sowieso aber auch da, besser als das was mancher Dienstleister bei denen verbrochen hat das mm. muss man sich halt eben auch mal reinziehen aber da den Unterschied zu machen das ist das Herausragende ne? das ist mm. das Herausfordernde und das ist auch so ein bisschen mein Job dabei bei der ganzen Sache und deiner auch den Leuten zu zeigen ey es ist noch mal in, es ist halt eben auch noch mal ein Unterschied wenn sich jemand dransetzt der wirklich Ahnung von seinem von seinem Job hat der wirklich auch kreativ in dieser Richtung unterwegs ist und der sich vor allen Dingen auch über Kommunikation um um Wahrnehmungspsychologie und sowas alles auch ein bisschen äh, Gedanken macht der weiß wie Menschen ticken der weiß wie Menschen zu erreichen sind der weiß wie Menschen was Menschen einfach gerne konsumieren und womit womit man diese Menschen mit, wie man Botschaften bei denen platziert. Und da reicht es nicht, die, äh, den, den Kram in so eine AI zu werfen und auf den Knopf zu drücken. Momentan reicht das für viele doch. Die sehen auch gar keine Notwendigkeit, sich dahingehend irgendwie zu informieren, wer könnte das immer besser produzieren von uns. Aber mhm. diese KI wird auch immer besser. Ne? Und es wird aber trotzdem, am Ende wird es, ich denke, noch wesentlich mehr Jahre dauern. Und vielleicht auch noch Jahrzehnte, bis die KI wirklich in dem, in, de, in der Qualität liefern kann, wie Menschen in der, Dienstleist in, in der äh, audiovisuellen Dienstleistungsbranche, was die abliefern. Also, mhm. was, was, ich will jetzt nicht sagen, was, ich will jetzt nicht sagen, wir produzieren geilen Scheiß. Ich finde schon, ja. <laughs> Aber bis die KI genau das auch machen kann, das wird kommen, bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahrzehnte von entfernt. Ja, mit Sicherheit. Du wirst lachen, das war nicht, nicht der Hauptgrund, aber letzten Endes, diese Entwicklung war für mich auch eine Entscheidung, von der reinen Dienstleistung wegzugehen. Also zu sagen, ich habe ja sowieso mein ganzes Leben schon damit viel Zeit verbracht oder ein Großteil meiner Dienstleistung war viele Jahre anderen Menschen, andere Menschen zu befähigen, Dinge mit Technik zu machen. Und das habe ich ja, wir waren ja vor Corona, waren wir hauptsächlich eine Videoagentur, Schwerpunkt Training und solche Sachen. Und da haben wir schon gemerkt, oh, das, das Thema, also da war KI noch kein Thema, aber das Thema wird so heiß jetzt werden mit dem, mit mit äh, Video im Training. Das werden Unternehmen nicht mehr rausgeben. Das ja. ist ja auch nicht so wichtig wie jetzt die Dinge, die du hauptsächlich machst, wo es ja um Öffentlichkeitsarbeit geht. Das ist ja die eine. Was wir machen, ist ja zum allergrößten Teil intern. Ähm, muss nicht, aber ist aktuell noch. Das meiste wird intern genutzt oder oder im Kundenverbund. Ähm, und äh, da ist dann irgendwann echt der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hier wird dann der Preiskampf ganz hart. Und wenn du dann nur auf Dienstleistungen setzt, wird es schwierig. Und da erlebe ich jetzt genau das, was du gesagt hast. Schon in meinem Netzwerk die Ersten sagen, hey, wir können jetzt perfekt hier ein Schulungsvideo mit einer KI machen. Wer da vor der Kamera steht, ist doch egal letzten Endes. Oder wir können einem ja auch Wort in den Mund legen. Äh, kann ich sagen, es wird bestimmt jetzt ein Hype sein, die das toll finden. Aber meine Erfahrung ist, wir haben echt hunderte von Trainingsvideos konzipiert und produziert. Die am besten angenommenen von den Adressaten am Ende waren die, wo der Jupp aus der Buchhaltung vor der Kamera stand ja, und nicht der geleckte genau. Trainer. Und das ist der Punkt, was mich halt in meinem, ist ja, wie gesagt, das ist ja das Lustige, wir machen ja irgendwie Ähnliches oder fast für Außenstehendes gleich, aber doch in zwei völlig verschiedenen Bereichen. Ähm, was für so so, so authentisch, wie, wie wichtig die Authentizität in der Kommunikation gerade im Unternehmen ist. Und nach außen auch nochmal, deshalb mache ich mir auch bei dem, was du machst, keine Sorge, dass das so schnell übernommen wird, weil trotzdem müssen ja die echten Menschen mit einem vernünftigen Konzept vor der Kamera stehen, die die Botschaft der Firma übertragen. Das ist ja genau. nicht irgendein Bot, der eine 0815-Support-Anfrage 0815 beantwortet. Das sind halt eben diese Shiny New Objects, ne? Also wir haben ja alle das gesehen, ich meine, das kennst du auch hundertprozentig. Da gibt es ja so eine, so eine KI oder irgendwie so eine Webseite, wo du einfach ein Script reinknallen kannst und dann hast du da irgendwie so eine, so eine Lady oder so, so einen Typen. Da musst du ja nicht mal selbst vor der Kamera stehen. Da gibt mhm. so es. Dann fütterst du die KI mit dem Text, drückst auf den Knopf und dann hast du da irgendwie so ein Talking Head, also so, so eine echte fotorealistische Frau oder einen Typen, der dein Skript in die Kamera sagt. Also so schulungsfilmmäßig. Äh, genau, ja, ja. so, ne? Aber das ist das momentan lassen sich alle davon blenden und denken, ach geil, jetzt müssen wir ja gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich ja wirklich nicht mehr, jetzt brauche ich ja wirklich nicht mehr arbeiten und kann reich werden auf Knopfdruck. Aber so ist es ja auch nicht. Ähm, das ist momentan, die Möglichkeit ist sehr interessant. Ist es sehr, aber das ist das, was du schon sagst. Die Authentizität wird am Ende immer gewinnen, weil das wollen die Leute ja. Die Leute wollen, die Leute wollen Authentizität. Die wollen dich. Die wollen, die wollen deine Botschaft. Die wollen, die wollen mit denen, die wollen einfach Wertschätzung. Authentizität ist eine Form von Wertschätzung. Die wollen äh, Kommunikation auf Augenhöhe. Die wollen den Jupp aus, keine Ahnung, und die wollen ja jetzt nicht irgendwie so eine KI-generierte äh, Roboternummer dann da haben, diese Emotionslose. Die wollen Ecken und Kanten, weil das sind die Menschen halt eben auch. Menschen sind, mit, die haben Ecken und Kanten und sind automatisch äh, dadurch auch wesentlich interessanter. Hm. Und das ist, äh, und das Ding ist halt eben auch, ein großer Teil unserer Dienstleistung und auch deiner Dienstleistung ist ja nicht das bloße Bereitstellen von Know-how, von stell mal da die Kamera auf, nimm mal die Linse, drück mal auf das Knöpfchen, sondern halt eben auch die Konzeptarbeit dahinter, dieses dieses Wissen, wie wie reden Leute, wie was verstehen Leute unter Authentizität, wie geht der ganze Scheiß eigentlich, wie bin ich authentisch vor der Kamera? Das ja, das sind ja alles Skills und alles äh, auch ähm, ja auch Teil der Dienstleistung, das dann ähm, mit des Teil des Pakets werden zu lassen, was wir, was wir an, an Firmen verkaufen. Ne? Ja, oder Prozesse. Also, was ich erlebe, ja, ist, genau. ist natürlich auch so spannend. Bei mir sind es mehr die Prozesse, weil, wenn es um kamera geht, ich habe super viel gemacht, unsere drei Kinder haben zum Beispiel. Alle so mit sieben, spätestens acht angefangen, äh, ihr Taschengeld mit Sprecherjobs aufzubessern. Also mit Sprachregie, hm, cool. kannst du kannst mir wahrscheinlich nie mehr äh, oder wenig Neues erzählen. Ähm, deshalb kam ich auch dazu, dass ich bei den Drehs dann meistens die Regie gemacht habe und dann halt noch auf Sprache und Inhalt geachtet habe. Ähm, aber wenn es dann so richtig hardcore wird, dann hole ich natürlich einen Kameracoach dazu. Aber es ist schon interessant, ähm, wie selbst die einfachsten Dinge Menschen schwerfallen, weil sie so nervös sind vor der Kamera, weil sie auch ja, gar nicht absolut. sich selbst. Das meine ich überhaupt nicht böse. Also, der Klassiker war halt auch häufig, dass Trainer von Unternehmen damals mit uns Trainingsvideos gedreht haben und uns dann gefragt haben, wie fandet ihr das? Also, es war häufig so, wir wurden von irgendeinem meistens Konzern gebucht über die Firma dann. Die waren im Rahmen eines Gesamtkonzepts. Hieß Dienstag da, müsst ihr da dann, dann im Hotel sein, montags anreisen, zwei Tage mobiles Studio aufbauen. Haben wir auch damals schon alles mit Live-Schnitt gemacht, damit es schnell fertig war. Und dann haben wir morgens erfahren, was das Thema war. Das ist schon das Geilste. Du kriegst dann beim, ja, also heute, das Thema ist hier irgendwie, keine Ahnung, virtuelle Telefonanlage, schieß mich tot, irgendwas. Und wir machen hier ein Verkaufsvideo. Das oh, ist ja spannend. Ja, für den internen äh, deutschlandweiten Vertrieb, die ganzen Vertriebsbereichsleiter und bla. Okay, was wollt ihr denn eigentlich da? Ja, hier ist das Skript und dann wusch, ne? Und dann haben die halt häufig, was sie selber auch erkannt haben, gelabert. Also, ich, wenn ich über mein Thema rede und keiner gibt mir einen zeitlichen Reim, laber ich auch, weil ich bin begeistert. Ich kann nicht mehr aufhören. Nur bei einem Video, wenn das dann acht Minuten lang wird, guckt sich das kein Mensch an. Ne? Hm. Und ja, dann zu sagen, okay, achtet drauf, das ist so eine Art Coaching, die ich oft gemacht habe. Und ihnen aber noch, auch, auch, sage ich mal so, äh, Anzeichen aufzuzeigen, ab wann irgendwas interessant ist und ab wann es nicht mehr interessant ist. Und das dann auch in so ein, weil bei uns geht es ja darum, dass die Leute es selber machen, in so einen Produktionsablauf zu packen. Ist mir irgendwann erst klar geworden. Ähm, ich komme ja viel von dem, vom schulenden Teil her. Ne? Ich habe viele hunderte Seminare und Workshops gemacht. Wie wichtig für viele dieses Sich mal eindampfen aufs Wesentliche und dann Prozess draus machen ist, weil sie das im Alltag vielleicht gar nicht machen müssen. Auch wenn sie Trainer sind, aber als Trainer auf der Bühne hast du einen gewissen Zeitrahmen, den du füllen kannst. Und der ist immer länger als zwei, drei Minuten. Ne? Und das ist das, was du eben sagtest: diese Besonderheit gegenüber irgendeinem Jungspund der eine Kamera anmachen kann, der vielleicht auch eine Ausbildung hat, aber dem diese gesamte Erfahrung halt fehlt. Oder wie mhm. kann ich, das wundert mich immer wieder, weil du kennst es ja auch, du bist dir ja deiner jahrelangen Erfahrung gar nicht so bewusst, wie das anderen ist, die mhm. dich ja, arbeiten ja, genau. sehen. Dann fragt ja. mich ein Kunde, wir wollen das und das machen, wir machen es so und so, sage ich, kann man machen, aber ihr verschwendet irrsinnig viel Zeit. Ja, wieso? Ja, macht doch den Schritt und dann das und dann nimmt ihr das und das könnt ihr dann automatisch von der Software machen lassen. Wow, da sparen wir ja 80 Prozent der Zeit, sage ich ja, weil der Prozess halt nicht richtig war. Aber mhm. woher sollen sie es auch wissen? Und ja. Das macht den Unterschied. Unser beide Ja, das sind diese, 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 was für mich komplett no normal ist und worüber ich gar nicht nachdenke, was ganz normale Handgriffe sind, die ich ja seit Jahrzehnten mache. Das ist für vieles schon Raketenwissenschaft, ne? so absurd dass es teilweise auch wirklich ist. Ne? Also in deinem Bereich ist es ja genauso. Es ne? ist schon, ja. Ist ja, ich, du, das Schöne war bei mir, deshalb bin ich da sehr dankbar über die Zeit. Ich habe das schon mitbekommen zum Teil, oder ganz gut mitbekommen, ähm, weil ich sehr früh schon meine, meine Seminare so aufgebaut habe, dass es nicht Theorie war, sondern Theorie mit Praxis. Also wenn ich zum Beispiel einen Equalizer erklärt habe, ne, so ein Grundkurs Mixing, dann habe ich gesagt, also, okay, hier so und so ist der aufgebaut, technisch total uninteressant, jetzt zeige ich euch mal praktische Beispiele, wie man den einsetzt. Welche Frequenzbereichen sind bei welchem Instrument und bei welcher Stimme interessant und wie geht man ran? Und wenn du dann Feedback von Leuten bekommst, die das vielleicht semi-professionell machen oder auch gar nicht professionell, dann kriegst du erstmal mit, okay, für mich ist es das Normalste der Welt, aber klar, mhm. ne, die haben damit gar nichts zu tun. Das war immer auch ganz gut, mal so ein bisschen äh, auch was so, was kann ich Leuten zumuten? Also wie tief kann ich reingehen und wann überfordere ich die? Das hatten mir, also diese, diese 16 Jahre Erfahrung helfen mir enorm heute. Das ist ja auch immer eine Frage, was ist wichtig oder relevant oder welche Information ist jetzt wichtig, dem Kunden das zu erklären. Muss ich dem jetzt erklären, wie der Equalizer funktioniert oder ich sage, hier musst du so und so machen und das halt eben zu, zu filtern auch ne? nach Wichtigkeit. Genauso wie du gerade sagtest, so ein, so ein, so ein Schulungs Schulungsvideo oder sowas. Wenn da jemand davor steht und dann da irgendwie von, seinem, von seiner Expertise oder von seinem, von seinem Thema dann da runterrasselt musst du auch irgendwie die Fähigkeit haben, das irgendwie zu filtern und zu sagen, so, okay, ist der Bereich wirklich wichtig? Ist das für die Schulung relevant oder können wir den Teil einfach weglassen? Dann ist da häufig dann irgendwie so die Aussage, okay, ja, nee, können wir komplett weglassen. Ja. Aber äh, was auch, was, was ich vorhin auch noch sagen wollte, was ich auch sehr interessant fand, was du sagtest, die Leute vor der Kamera, wie die manchmal dann so wirken. Ne? Also es gibt ja viele, viele Redner oder, oder viele Rhetorik, sehr, äh, rhetorisch sehr, sehr begabte Leute die stehen vor der Kamera sehen das rote Licht und frieren ein, Da passiert oh, ja gar nichts mehr dann auf tolle einmal. Sachen erlebt. Deswegen und deswegen ist mein to go immer mit den Leuten, die nicht vor die Kamera zu setzen, sondern in einen Dialog mit denen zu treten, sondern in Interviews immer nur in Dialogform aufzunehmen. Das ist immer und wir arbeiten halt fast ausschließlich nur mit Leuten zusammen, die keinerlei Kameraerfahrung haben. Es ist immer sehr interessant dann da, wenn, wenn man einen Videocoach dann mit dabei hat und der Kunde ist bereit, das auch zu machen, und er traut sich es hinterher dann wirklich zu, in die Kamera seinen, seinen Kram zu quatschen, ob es jetzt ein CEO ist oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine andere Führungspersönlichkeit, da, da, das, da, da sind schon bemerkenswerte Ergebnisse möglich. Aber wenn du das in einem Interview, in Interviewform machst, erklär mir das persönlich in meine Augen mhm. nebenbei laufen noch drei, vier andere Kameras und äh, das ist dann wieder mein Job, dem, dem dem, dem, äh, dem Vortragenden das Gefühl zu geben, das alles ausblenden zu können, weißt Also die Fähigkeit zu geben, das alles ausblenden zu können, sich nur auf mich und auf sein Thema zu konzentrieren. Das ist ja auch so eine Challenge, ja? Das, da, ist, da ist so ein Justin, den du irgendwo aus dem, aus dem Internet äh, aktivierst, der irgendwie zwei, drei nette Instagram-Videos gepostet hat. Der stellt sich dann dahin drückt auf den Knopf und sagt dann auch so: Ja, dann, dann sagen sie mal die Sachen dann in die genau. Kamera. Und äh, zwei Wochen später kriegst du dann einen Haufen Rotze, ja, mit dem du nichts anfangen kannst. Ja, ja, ja das, also das kann ich absolut total. Also, was ich auch spannend fand, mal, als wir noch hauptsächlich als Dienstleister tätig waren, hatten wir mal ähm, für eine Plattenfirma äh, so eine Reihe an Tanz-DVDs gedreht. Also so Tanzkurs als DVD. Cool. Und da waren wir in einem großen äh, Tanzstudio in Bonn, Tanzschule. Ähm, und war richtig klasse. Wir haben an einem Tag eine komplette DVD runtergeknallt. Also wirklich neun Stunden, die wir hatten, brutto. Brutto, mit Aufbau und allem. Ne? Also mehr war nicht. Und haben wir locker geschafft. Also locker im Sinne von, sind pünktlich fertig geworden, alles super. Und dann haben wir noch eine zweite gemacht. Und beim Dreh der zweiten kam dann der Geschäftsführer und meinte: Also eins muss ich euch mal sagen. Das ist so geil mit euch. Ähm, diese Stimmung hier, also wir haben totalen Stress, aber wir lachen uns alle zehn Minuten kaputt, weil irgendeiner einen Witz macht. Also es ist so eine gelöste Stimmung, was für uns immer normal war. Auch bei diesen ganzen Corporate-Produktionen. Wenn du ein bisschen mitgekriegt hast, wie sind die Leute drauf? Äh, Anna hat viel Humor, ich habe Humor. Die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, Humor haben wir immer ein bisschen geblödelt, ohne unprofessionell zu sein. Und für mich war das normal, weil ich das aus dem Studio kenne. Die besten Takes hast du bei der Musikproduktion eigentlich immer dann gehabt. Du hast völlig Locker mit den Leuten rumgeblödet, hat gesagt, komm, dann lass mal, ich muss noch einpegeln, mach die Aufnahme danach, aber jetzt sing mal wirklich mal durch, dass du mal gut getestet hast und das haben wir aufgenommen und dann nur noch ein bisschen mhm. ausgebessert, weil das waren meistens durch die gelockerte Stimme die besten äh, Versionen. Und dann sagte er zu mir: Ja, dann sage ich, aber ist doch normal. Und meinte er, nee, wir haben mhm. eigentlich ausschließlich andere Erfahrungen gemacht. Insbesondere von einigen großen Fernsehanstalten waren hier komplette Teams mit 20 Leuten für so einen Fünf-Minuten- oder Drei-Minuten-Beitrag. Da war auch Stress, aber die haben uns als Leute vor der Kamera den Stress auch spüren lassen und sagt, das ist echt kacke. Das, das wurde mir erstmal bewusst, wie wichtig das Thema, dass du selber als Dienstleister oder wie auch immer äh, entspannt reingehst in die Situation und die Leute, wenn du merkst, sie sind nervös, auch so mitnimmst. Auch bei den ganzen Trainingsproduktionen war, war genau dasselbe. Wir haben immer schnell geguckt, dass man irgendwie eine Ebene findet dass man die Leute aus der Situation rausholt, dass denen gar nicht bewusst ist, dass sie jetzt hier ein Video aufnehmen, ne? sondern ach so, ähm, ja. Quatsch, Quatsch und jetzt, ach komm, jetzt macht doch mal gerade hier das, worüber wolltest du sprechen? Und ja, aber da mal siehst du ja sie immer wieder, ne? Da sie, genau da siehst du es wieder. Das, das ist gar nicht die reine Dienstleistung, die blöde Kamera da aufzustellen und irgendwie irgendwas zu filmen oder sowas. Das ist nicht Teil der Dienstleistung. Nee. Du als Person, als Dienstleister, bist da viel, viel wichtiger. Du bist der Grund, warum die sich für dich entscheiden. Du bist der Grund, äh, der, um, du bist der Grund, der verantwortlich dafür ist, dass es so eine gelöste Stimmung am Set ist, ja? dass da irgendwie einfach cool, cooler Vibe ist, wo die Leute sich wohlfühlen und dann auch aus sich rauskommen und Sachen sagen oder so performen vor der Kamera, wie man es gerne hätte, was dann auch am Ende für den Zuschauer wesentlich interessanter ist. Mhm. Ich, ich kann das, ich kann, ich kann, nicht zuwerfen mit, mit, mit Situationen, wo ich in irgendem bei irgendeinem Team war mit einem großen Filmset, unheimlich viel, uh, unheimlich viel Aufregung und tausend Assistenten und 15.000 kW Licht irgendwo im Raum. Und auf einmal steht da der CEO dann von, von was weiß ich irgendwas und muss da irgendwie performen und es ist einfach nur Scheiße, was dabei rumkommt. Wenn, wenn da eine Person mit einer Kamera, mit zwei, drei Lampen zu dem nach Hause kommen gekommen wäre oder sowas, dann wäre das eine ganz andere Stimmung gewesen. Das wär, da wäre er viel gelöst dann. dann noch vielleicht so eine Interviewform oder sowas. Es gibt gibt's so viele Negativbeispiele und auch, diese, auch bei diesen hochpreisigen Filmproduktionen oder diesen wirklich richtig teuren Dienstleistern, die äh, mittlerweile eigentlich auch nur von ihrem Namen leben, also die machen auch nicht alles richtig, ne? Oftmals nee, wirklich nee. ganz im Gegenteil. Aber es ist wie mit vielen, so, ne? Also wenn 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 das Team oder wenn die wenn der Dienstleister zu dir passt, dann funktioniert das. Dann dann kannst du dann kannst du theoretisch das auch mit einem, weiß ich nicht, mit einer DV-Kamera aufzeichnen. Da musst du gar nicht mal so eine, so eine Red-Kamera an ankarren. Das kannst du theoretisch auch mit der billigsten Scheißtechnik machen. Das was am Ende dabei rauskommt, ist ist das 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 ist das das einzige ja, das einzige Ziel, dass das mhm. gut ist. Wie Absolut. du dann da hinkommst, ist vollkommen wurscht. Und das steht und fällt meistens immer mit den Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man selber als Dienstleister in der Sichtbarkeit ist. Was ich auch noch erlebt habe in dem Kontext, sind Mitarbeitende oder Assistenten oder so. Also, wir haben einigermaßen äh, äh, relativ häufig. Mit ähm, Führungskräften, hohen Führungskräften, Vorstand oder ne, CEOs zu tun, auch gehabt, auch im Rahmen, weil dann aus den Trainingssachen sind häufig auch so Kommunikationsvideos zu irgendwie Veranstaltungen, Begrüßung. Und was die immer fertig gemacht haben, was ich auch am Anfang gar nicht so, so, so realisiert habe, weil das ja auch relativ neu war für mich am Anfang, war, dass, dass ich meine, sie haben ihre Angestellten, äh, ihre Assistenten so dabei, ne, so eine Entourage häufig, und die haben den Chef, der dann natürlich im, im Kreise seiner Mitarbeiten natürlich. Äh, Ne, rücken durch und ne, äh, präsent da war, die haben den eigentlich meistens mehr demotiviert, als sie ihn motiviert haben. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, Geschäftsführer von einer großen deutschen Firma, bekannte deutsche Firma, zwei Meter groß, ähm, die Entourage haben wir bei uns aus dem Studio rausgeschmissen, ihr geht jetzt mal raus einen Kaffee trinken, wir machen das hier zu dritt. Tür ging zu und auf einmal, uah, war der noch 1,70 Meter mm. groß. Boah, endlich... Kann ich mal durch durchatmen? Und uns hast richtig gemerkt, wie die ihn gestresst haben. Also auch deshalb, diese riesen Settings mit tausend Leuten kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Und da fällt mir noch ein schöner Satz, weil er eben das sagt, dass das Menschliche so wichtig ist. Das, das habe ich Jahre später erst verstanden. Äh, einer meiner Dozenten damals im Studium und einer meiner ersten Mentoren, mit dem ich viel auch nebenbei dann, also außerhalb des Studiums zu tun hatte, der sagte irgendwann mal, äh, Florian, im Tonstudio und bei Video ist es genau dasselbe. Wenn du deinen Scheiß kannst, wenn du die Technik beherrschen kannst, was man bei einem Profi raussetzt, das ist also das, das verkauft sich nicht, das ist nicht das Wichtige. Das setzt man bei dir voraus nach ein paar Jahren Erfahrung. Dann ist es 80% Psychologie und 20% technisches Know-how. Und das bringt Wahrscheinlich noch weniger Punkt. technisches Know-how, aber das ist es ja genau Ja, das, das machst du ja. ja mit Links. Also, ich mir muss kein Mensch mehr erzählen, wie ich ein Mikrofon aufstelle und sonst was. Mhm. Äh, selbst wenn ich sage, ich bin nicht 100%ig zufrieden, dann sagen die meisten schon, weil das hat für ein geiler Sound. Also man muss mhm. sich selber auch ein bisschen regeln. Aber den Leuten das Gefühl zu geben, es ist alles gut und alles okay. Und das ist das, was ich häufig bei so absoluten Tech-Nerds festgestellt habe, was sie nicht können. Das meine ich jetzt nicht böse. Ich habe Leute kennengelernt, die sind fachlich genial gut, Jahre besser als ich. Aber wenn irgendeine Unsicherheit kam, die sie selber hatten, weil sie nicht hundertprozentig zufrieden waren, haben sie das sofort alle anderen spüren lassen. Und dann wird jemand Voll. vor der Kamera oder vor dem Mikrofon sofort total unsicher. Ja. Und es muss immer Absolut. gute Stimmung sein. Ja, im Grunde ist das, was du sagst, das ist wirklich, ich würde sogar fast sagen, also die, das, die ganze Dienstleistung ist 90% Psychologie. Deine, deine Sicherheit, die du verkörperst, dein, deine Expertise, die Connection zum Kunden, zu dem Motiv, was du vor der, Tam vor der Kammer rumtanzen hast. Und ja, vor allen Dingen auch die, die Vorarbeit, ne? Also, wenn zum Beispiel so Drehbücher oder sowas, wenn das mit, im Vorfeld mit so einer Firma schon richtig geil lief und alle, alle schwingen so auf einer Wellenlänge und alle haben genau das Ziel vor Augen, wissen genau, was sie erwartet, da kannst du fast irgendwie, weiß ich nicht, da kannst du das auf dem Handy drehen am Ende. Weißt ja. du? Dann, dann wird das ein geiles Zeug, ja? Dann wird das ein geiler Film oder ein geile, geiler Content oder sowas, ja? Da kommt es dann nicht drauf an, ob das dann irgendwie auf einer, auf einer, äh, auf einer Red gedreht ist <laughs> oder auf einem Gameboy. Den Unterschied ist sieht scheiße, der, der nicht. Ja, genau, Also, man soll deswegen ja. ja nicht bewusst mit Schrott arbeiten, aber das war für mich auch echt eine Transformation vor vielen Jahren, als ich diesen Sprung aus der, sag mal, Tech-Nerd-Schüssel äh, oder mhm. den Teller geschafft habe. Ja. Wenn mal klar wurde, es interessiert eigentlich, sorry, es interessiert kein Schwein, was für ein Mikrofon du da hast. Es interessiert, ja. ich hatte in meinem Workshop jahrelang lang Profimusiker, teilweise Musikproduzenten, später sehr viele Hobbymusiker. Und die waren natürlich, gerade die Hobbyisten waren total auf die Technik fixiert, weil denen fehlte natürlich das ganze Fachwissen, die Erfahrung und die wollten halt schnell viel Ergebnis. Und natürlich, mhm. der Fehlglaube ist ja, die Technik kann's. Und irgendwann bist du so drauf fixiert, dass das so wichtig ist, welche Technik. Es ja, ja. ist so Schnuppe, es ist so völlig egal. Ja, da sind der wir insbesondere in unserer Branche sind da halt durchgegangen schon durch dieses Thema. Ne? Aber am Ende ist es schon. Ich will es trotzdem dennoch auch ein bisschen relativieren. Technik kann schon einen großen Unterschied machen. Also du ein kannst. Gewisses äh, du ist, ja, ein gewisses ja, Level musst du haben. Ja, ein Level musst du haben. Aber äh, um aber ein Level von Pro, ich sag mal Profi zu Kino oder zu Hollywood. Der Schritt ist schon mal Oftmals nicht wirklich rational oder, oder äh, wirklich schlau. <laughs> es weißt du? werden viele Produktionen äh, auf Red oder auf, auf Ari-Cinema-Kameras gedreht, die am Ende dann irgendwie in 9 19, auf TikTok landen, ja? Wo ich auch manchmal denke, so, ey Leute, das ist irgendwie, ja, das ist auch ja, ein das ist es nicht Nutzen. Das ja? ist nicht sondern es ist Selbstzweck. Das ist das Traurige ja, halt in ja. der Szene. Klar, braucht die Szene auch eine Entwicklung. Die, die Hersteller brauchen eine Entwicklung, brauchen neue Käufer. Und viele Fachleute, das ist ja, glaube ich, in allen Bereichen so. Ich habe es so, so einfach erlebt, in der Audiobranche, da sind ganz viele Menschen mit unfassbar viel Herzblut rangehen, die ihren Job lieben ähm, und häufig gar nicht über Kosten-Nutzen nachdenken, geschweige ja. denn, ob eine Investition sich rentiert. Also ich sehe gerade, du hast ein rode Mikrofon, NT1A mit Sicherheit. So, ja. äh, Das habe ich jedem gesagt, reicht völlig aus. Also reicht aus nicht im Sinne von, das ist ganz okay, sondern, hey, da sind so viele Komponenten außen rum, die so viel wichtiger sind, bevor man ja. sich einen Neumann für 1000 bis 5000 Euro kauft. Und, und wie oft ja. habe ich irgendwelche Hobbymusiker erlebt, die sich dann einen Neumann für 2000 Euro gekauft haben, aber das, was sie gemacht haben, wurde dadurch nicht besser. Ähm, mhm. Oder auch genauso andere Studios, äh, junge Kerle, die sich früh schon verschuldet haben für einen Haufen Technik und dann mietest du das Studio am Tag mhm. inklusive Techniker für 350 Euro. Das mhm. kann natürlich nicht funktionieren. Ja. Und das, das meine ist ich schon, die... Technik ist, ist unwichtig im Kern, aber eine gewisse ja. Basis sollte man schon haben. Es sind halt die letzten zwei, drei Prozent, ne? Also, wenn du, wenn du da wirklich dann auch noch restlos überzeugen willst oder da irgendwie dann in den, Ex die extra Meile noch gehen willst und auch bereit bist, das als Kunde dann auch, äh, auch mit zu finanzieren und das Budget dann halt eben auch dementsprechend aufzublasen, ey, go for it. Lass ja, das geht uns, exponentiell lass uns, nach oben. Lass uns dein, ja, ja, lass uns deine Reels gerne auf Ari drehen. Lass uns da gerne irgendwie das Team auf 18.000, 20 20.000 Leute hochbohren, ja? Lass uns irgendwie Hans Zimmer die Musik machen, äh, ey, go for it, ja? Voll gerne. Aber das ist halt oftmals auch einfach nur Schwachsinn. Ja, total. <laughs> weißt du? Aber, ich, aber ich, ich, bin, ich bin auch so ein bisschen ja. Also, ich, hab, äh, ich bin großer Fan von, von Sony-Kameras. Ja? Ich liebe sie und das sind geile Workhouses. Und äh, finde, ja, die machen einen geilen Job, machen super scharfe, geile Bilder und, und kann man super mitarbeiten aber ich habe mir jetzt neulich auch eine Leica geholt ja also was auch ziemlich bescheuert ist eigentlich kostet ein Schweinegeld kann noch nicht mal Video äh, und du musst sogar manuell fokussieren ja ist eigentlich mhm. komplett irrational aber es gibt ganz ganz viele andere Attribute die äh, die dazu laut ja schreien sich so eine Kamera zu holen die aber so also mit einem rationalen Kopf auch erstmal nicht so wirklich zu argumentieren sind mhm. aber es ist trotzdem so wenn du wenn du wirklich wenn du wirklich Top-Notch-Qualität in irgendeinem Bereich erreichen willst, dann kommst du um das Naumann-Mikrofon nicht, nicht rum. Ne? Dann kommst du um, um die Ari nicht rum. Aber trotzdem, das sind, das sind ja, das ganz kommt wenige Jobs, im Jahr, ne? ne? Das ist zum Beispiel. Also Neumann-Mikrofone sind so die Referenz, weil die Firma Neumann hat halt kondensatormikrofonprinzip prinzip entwickelt in den 30er Jahren. Und das ist so die, die, die Benchmark immer gewesen. Es hm. gibt auch viele kleine Manufakturen, die hochwertige und teure Mikrofone herstellen, das ist es nicht. Aber das ist halt so, wie, wie man, man weiß, also wenn ich jetzt, weiß ich jetzt, wenn ich jetzt äh, Formel 1 fahren will, dann muss ich halt einen McLaren oder so haben, ne? Dieses. Aber das, das muss ja alles passen und die Fähigkeit muss ja auch dafür da sein. Und zum Beispiel jetzt eine Podcast-Studie. Ich habe das ein paar Mal gesehen bei Videos, dass Unternehmen in ihren Podcast-Studios Neumann-Mikrofone haben. Naja, klar, dann geht so eine Firma und sagt, wir brauchen Podcast-Studio, wir wollen vier Leute aufnehmen, muss alles top-notch sein. Geld spielt keine Rolle, sagen sie natürlich nicht, aber dann kommt ein Anbieter und sagt, kostet 35.000 Euro, drunter geht's nicht, sagt die Firma, ach so wenig machen wir. Dann baut ich. man natürlich ein neumann Mikro, ist totaler Schwachsinn, das ist absoluter Humbug, ne? Und was ich auch festgestellt habe: gerade wenn, wenn du Dienstleister in einer Szene bist, also ich war Dienstleister in der Musikbranche, jahrelang, für Plattenfirmen gearbeitet und so, dann hast du viel mit Leuten zu tun, die gefährliches Halbwissen haben. Und dann ist es total wichtig, dass du ein gewisses technisches Niveau hast. Also ich weiß noch, dass mich Leute angerufen haben von kleinen Plattenfirmen, sie wollten bei uns irgendwie Gesangsaufnahmen machen, ob wir auch Neumann-Mikrofone und Lexikon-Hallgeräte hätten, sage ich, ja, nee, aber wir haben gleichwertige andere Sachen. Nee, nee, dann können wir sie uns nicht buchen. Mhm, und das hat okay. mir dann mal vor Augen geführt, wie blödsinnig das ist, weil ich äh, schwöre dir, ich kann aus einem, einem günstigeren Mikrofon, wenn es kein Schrott ist, sondern ein gutes Rot oder so, kann ich mehr rausholen wie irgendein halbseidener Laie aus dem Neumann-Mikrofon. Und das ist halt, deshalb sage ne, ich, ein gewisses Level muss da sein und dann zählt nur noch das Know-how oder das Menschliche. Weil im jetzigen Kontext, also wenn ich dann Kunden erzähle, du willst Studios einrichten, dass äh, die Systeme, die Studiosysteme, die wir einrichten, die können kein 4K, dann gucken die mich an, was ist 4K wenn dann, dann Jüngere, die sagen ja, das ist so eine hohe Videoauflösung, sage ich ja, aber das was ihr macht, Zoom und Co, die können ja noch nicht mal 720p, die laufen ja teilweise auf 480, also ne, 90er Jahre Fernsehqualität, was wollt ihr da mit 4K? Ach so. Ah ja, ne? Also mhm. da ist da relativ schnell K macht überhaupt keinen Sinn jetzt da 20% mehr zu zahlen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist für mich viel entspannter, also viel entspannter, weil es nicht mehr um das Thema Technik geht, sondern das ganze außenrum ist viel viel wichtiger geworden. Ja, aber das ist doch interessant. Was können wir denn daraus jetzt lernen, dass wir eigentlich? Es geht ja eigentlich nur um das Menschliche. Ne? Also es geht immer. immer nur um die Kommunikation. Es geht immer nur um Authentizität. Authentizität schwieriges Wort. Authentizität. Und es geht überhaupt gar nicht. Es geht gar nicht so richtig. Also nicht zumindest nicht zum großen Teil um Technik. Gar nicht. Ja, es, also es ist wirklich der Punkt. Dass ich, ich weiß, Inhalt. Mein Vater. Inhalt, Menschlichkeit, Authentizität. Genau. Das sind die drei Sachen, auf die es eigentlich ankommt. In jedem Bereich. In jedem Bereich. Das ist nicht nur bei, bei uns, in unserer Branche so, das ist überall so. Genau, und bei der Technik ist es so, ich muss mich immer wieder an einen Satz erinnern, weil mein Vater das früher nicht, nicht, nicht verstehen konnte, dass ich so viel Equipment angehäuft habe. Und er sagte, worum geht es denn da eigentlich? Ist die Technik ein Werkzeug für dich oder ist sie Selbstzweck? Mein Vater ist so philosophisch, äh, so Hobbyphilosoph, <laughs> ne? So, ähm, da habe ich lange überlegt, was meint er damit? Und es war wirklich wie ein Erwachen. Ich denke immer so: du kennst bestimmt auch Herr der Ringe, die Szene da, der König aus Rohan wurde aus seinem Schlaf erwacht, wo er vorher so eine verflucht war. Und so habe hab ich mich Bu damals. Ich habe keinen Bock auf einen Shitstorm. Ich habe noch nie Herr der Ringe geguckt. Okay, gut, dann nicht. Aber ist egal. Also, <laughs> jemand ist da verflucht und wacht, wird befreit aus seinem, ne, aus okay. seinem, aus seinem geistigen Nebel. So ist mir das vor zehn Jahren gegangen aus privaten Gründen und dann habe ich erst mal verstanden, was meinte damit. Ja klar. Und dann habe ich auch verstanden, dass zum Beispiel wir haben viel mit Sprechern zu tun gehabt, wir haben viel Hörspiele produziert und so. Dann habe ich immer wieder auch Kontakt zu Synchro-Studios und so solchen Einrichtungen gehabt. Also die in der anderen Branche unterwegs waren und teilweise mich gewundert, wieso steht dann so ein billig Mischpult im Aufnahmeraum für den Kopfhörer? Ja, weil es egal ist, ob dann 50 Euro Behringer steht oder eins für 1000. Das ist völlig Wurscht. Aber du als Tech-Nerd würdest halt sagen, du willst niemals da hinstellen. Ne? Und ähm, ja, es geht, geht eigentlich darum, dass Werkzeuge Werkzeuge sind und niemals Selbstzweck, weil sie sind dafür da, das zu transportieren, was, was, was wir halt rausschicken wollen, unsere Botschaft in der Kommunikation. Aber da bin ich 100% bei dir. Relativieren, das heißt noch lange nicht, dass man sich jetzt äh, zurücklehnt und sagt, also, mein Headset und meine Webcam reichen doch aus. Nein, ein gewisses Niveau in der Kommunikation sollte man haben, ansonsten geht nämlich wahnsinnig viel verloren. Das ist so in unserem Bereich das große Thema, den Menschen klarzumachen. Klar, sieht man irgendeinen verpixelt mit einer Webcam und mit einem Headset hört man auch irgendwie. Mhm. Aber akustische Kommunikation ist sehr, sehr anstrengend körperlich, mehr als optische, weil unser Gehör, du glaubst gar nicht, wenn du mal sechs Stunden im Tonstudio gesessen hast und intensiv zuhörst, wie fertig du psychisch und physisch dann bist. Hm. Und wenn du in der Kommunikation jemanden nicht verstehst, nicht hörst, ist das super anstrengend für die Leute. Und deshalb ein gewisses Niveau sollte man immer haben. Absolut. Nicht nur akustisch, sondern auch visuell. Ne? Also du kannst ja. mit relativ wenig oder auch in, in, mit schmalem Budget kannst du ja ganz krasse Qualitätssprünge erzielen. Wenn ich jetzt irgendwie äh, Reels oder irgendwelche, sagen wir mal, Schulungsvideos oder sonst irgendwas mit dem Handy aufnehme, oder ich nehme mal irgendwie 5000 Euro in die, in, die, in die Hand und hole mir mal eine Kamera mit einem ganz okayen äh, ganz okayer Optik und investiere dann doch nochmal 20, 20 äh, Euro in so ein Lavalier-Mikrofon. Ey, da hast du schon. Da hast du Qualität schon. Aber bitte nicht 20 Euro. Bitte. Bitte nicht 20 Euro. Weil dann hast du diese 0815 ja. Amazon-Teile, die ich mehr weiß. rauschen und knistern. Ja. Da solltest du, weißt aber aber, so Dinge erlebe ich ja da, häufig. Auch gerade bei euch Videografen. Das ist ja besser als, als, als ja. das. Mikrofon ja, ja in, aber nochmal. mal ist 5000 weißt du? Euro für die Kamera und 20 Euro fürs Lavalier. <laughs> ja, okay, aber gut. wenn die Kamera dann ausfällt, <laughs> dann geht ein Teil der Information weg. Fällt das Lavalier aus, ist die ganze Information weg. Also Nein, aber bitte. Was, diese, diese Rode-Mikrofone, Die kosten doch auch, weiß ich nicht, also ein rode mikrofon so ein Lavalier-Ding kostet doch 60 Euro oder so, irgendwie sowas, ich weiß nicht. Drahtgebunden fangen die bei 80 an. Ja, so ja meine ich. Also die ja Funk 1350. Also Funk, Funk würde ich jetzt in der, in, ach gut, wenn du jetzt 5000-Euro-Kamera einstellst, dann solltest du vielleicht auch eine kleine Kamera. Aber brauchst du da die gar nicht. So, eine Z, so eine Sony ZV1, das ist so eine mega ja. geile Kamera. Wirklich. Ja, ja. Also die haben wir wie oft in Studios, wenn es so ein kleines Ein-Mann-Studio ist. Die hat, die hat aber die hat aber kein Wechselobjektiv, ne? Das ist die mit dem Festen. Ne? Das, ja, ja, aber das reicht ja als, als Kamera für Videokonferenzen. Das ist super. Das einzige, ja, was du halt nicht ah. hast, ist. Nee, du sitzt da ja bin davor. Ich Da bin ich wieder und er sagt: oh, ich will schon gerne ein Wechselobjektiv nehmen und dann. Ja, du. Dann aber wir, Licht, wir reden Licht, hier von Objektiv. Videokonferenzstudio <laughs> in einem Office, klein. <laughs> Kamera muss vor den Bildschirm. Ist eine super ja. Kamera. Wir haben echt vieles ausprobiert. Ist vom Preis-Leistungsverhältnis super. Ja, klar. Ne, und dann, dann ein kleines Lavalier-Mikrofon für 80 Euro dazu macht den gigantischen Unterschied mm, im Ton. Ja, voll, und das ist ja, auf klar. einem Level. Das ist immer wichtig. Das ist wie im Signalfluss in der Audiotechnik, ist bei, bei Video nicht anders. Äh, jedes Glied in der Kette muss zum Rest passen. Es reicht nicht ein teures Mikrofon für 5000 Euro, dann ein billiger äh, Computer-Audio-Interface dahinter und ein beschissener Raum, sondern es dann lieber ein billiges Mikrofon und die restlichen Sachen ein bisschen besser. Aber ein, eine Komponente alleine im gesamten Signalfluss oder im Verlauf, kann alles schlechter machen, aber wird alleine nicht entscheidend sein, alles besser zu machen. Es sollte alles mhm. auf einem Level sein, technisch. Mhm. Was lernen wir jetzt daraus? Was lernen wir jetzt daraus? Du jetzt Lehrer werden sollen. Was lernen wir jetzt daraus? <laughs> wir, jetzt daraus? wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen ja darauf, äh, darauf achten, was die Leute da draußen für sich daraus mitnehmen aus diesem Gespräch. Sich nicht von der Technik zu sehr verrückt zu also Technik ernst nehmen, ohne Angst davor zu haben. Das ist sowieso mein Credo. Ne? Also Vor Technik allen Dingen auch mal zuhören, ne? was andere Leute einem empfehlen. Vor allen Dingen auch. Profis, ne? Und nicht unbedingt. Das ist das und man sollte nicht, man sollte nicht äh, unbedingt sagen, Geld spielt keine Rolle, weil dann hat man auf einmal ein Naumann-Mikrofon vor der Nase. Ist auch schön, ja. Aber diese viereinhalbtausend Euro, die du in so ein Naumann-Mikrofon investierst, kannst du vielleicht dann doch darin investieren, lieber um deinen Podcast, den du dann aufnimmst, den dann kein Schwein hören will am Ende, dass du den irgendwie so ein bisschen mal promotest oder da dann vielleicht mal irgendwie in Maßnahmen investierst dass da überhaupt mal jemand zuhören kann, wie toll du dich anhörst, wenn du noch mal ein Mikrofon hast. Genau. Also das würde ich sagen auf jeden Fall. Dann Authentizität. Ich hasse das Wort. Ist ein schwieriges Wort, aber das ist nicht nur in der Unternehmenskommunikation wichtig, sondern in dieser ganzen Produktionsschiene von Anfrage bis Produktionsabgabe ist, oder, auch, oder auch das Produkt. Das muss, alles muss nur Authentizität kotzen, in meinen Augen. Mhm. Wenn du irgendwo dann ein Rädchen drin hast, wo, wo dann der Zuschauer direkt irgendwie äh, es riecht, was nicht wirklich richtig rund, rund läuft oder sich jemand unwohl fühlt oder irgendwie einfach Scheiße produziert wird, da springt man sofort ab. Ja. Was Authentiz. noch? Genau, also gerade bei dem Thema Authentizität. Ich das? Ja, was? ja sorry. Jetzt habe ich an Zünd gequatscht. Äh, nee, Authentizität wollte ich noch gerade sagen, was wichtig ist, weil ich das letztens wieder gehört habe von jemandem, der Podcast-Dienstleistungen anbietet, an äh, der einige große Firmenkunden auch hat, und der meinte, dass er von denen regelmäßig quasi gezwungen wird, alles zu Tode zu editieren. Das bloß kein Versprecher drin, ist kein E und sonst was. Das ist, das ist der absolute Perfektion, ist der absolute Tod. Also, das haben wir auch in diesen ganzen absolut, Trainingsvideos ja. erlebt. Bitte, auch bei so Interviews, bitte nichts zu Tode schneiden. Wenn einer Unsinn erzählt, inhaltlich, Ganz andere Nummer. Aber wenn einer hustet, sich räuspert oder, oder vielleicht einfach mal er sagt, das sind Menschen, das sind keine Roboter. Und sobald die anfangen, perfekt zu werden, ist es völlig affig. Also, das ist meine Erfahrung. In meinem Podcast habe ich mal ähm, einen, ein Paket angenommen mit dem Paketmann. Der also. ist dann reingekommen und dann habe ich ein Paket angenommen, das ist auch nicht rausgeschnitten worden, ja. So, so, sowas macht es doch lustig. Das sind Ecken und Kanten, die ja auch wieder draußen gesehen und gehört werden wollen. Ne? Also die, die Menschen, Menschen wollen ja auch immer mit Menschen kommunizieren. Und wenn du, wenn du mit deiner Mutter oder mit einem guten Freund, mit deinem besten Kumpel dann da irgendwie redest und ihr tauscht euch da gerade drüber aus, da wird auch das Gespräch nicht unterbrochen, wenn, wenn da der Postmann auf einmal vor der Tür steht, ja. Es ja, also, ist ein Gefühl der Zugehörigkeit. Perfektionismus ne? wenn man ist scheiße auch, ja. Genau. Also wenn man so mitkriegt, was da so noch läuft, es ist es halt auch ein Gefühl von der Zugehörigkeit. Ich habe mal gelesen, dass das stärkste Gefühl, wonach wir Menschen streben, Zugehörigkeit ist, weil alles oder fast ja. alles im menschlichen Miteinander lässt sich darauf begründen und das finde ich, äh, so ich spannend. Ich glaube nicht. Es gibt noch ein stärkeres. Fast glaube, alles. Ich habe nicht gesagt alles. Ach so, fast alles. Ah, okay, fast alles klar. Alles. Alles klar ja. und das ist es halt so, dieses hey, ich lerne den, das ist auch was ich Leuten immer erzähle beim Thema Podcast, warum sie Podcasts anfangen sollen. Dass es technisch gut wird und klanglich, hey, da kann man sich Dienstleister für holen. Also wer jetzt als Unternehmen anfängt, sich ein Podcaststudio selber einzurichten und daran scheitert, äh, sorry, also da gibt es tausende Anbieter, äh, gibt es genug Möglichkeiten. Wir machen es auch. Mhm. Äh, also das ist nicht das Thema. Das Thema ist aber nachher die ganze Sache nicht zu verkopft zu machen, sondern einfach dabei zu bleiben, wie man als Mensch spricht überhaupt mal anzufangen. Das wird nicht von ja. Anfang an perfekt sein, aber du bist nirgendwo näher bei deinen Kunden und nirgendwo haben deine möglichen Kunden die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen und deshalb darfst du nichts kaputt schneiden, perfekt schneiden, weil sie wollen ja teilhaben an dir. Sie wollen hm. eine Verbindung zu dir herstellen, weil genau. sie mit einem Menschen arbeiten wollen. Das meine ich mit genau. Zugehörigkeit, auch bei Video. Nicht übertreiben mit dem Perfektionieren. Wir ja. drehen keinen ja. Spielfilm. Genau. Und was auch wichtig ist, was du gerade angesprochen hast, ist der Punkt, ähm äh, warte mal, was hast du, du hast gerade noch einen Satz hast du noch gesagt, wo ich sagte, ja, das da muss man aber auch noch mal drauf eingehen. Das ist auch ganz ganz wichtig. Ähm, ähm, das muss man zurückspulen. <laughs> Verdammt, Was war das? Da ich, habe ich in der Situation Authentizität, keine Perfektion. Äh, ah, genau, genau. Ah. Find dich damit ab, dass die ersten Schritte Scheiße werden. Ja. Wenn man anfängt, egal was, ob es ein Podcast ist, ob es ein Trainingsvideo ist oder sonst irgendwas, die ersten Takes, alles wird, am Anfang wird immer erstmal alles scheiße werden. Aber trotzdem muss man den Mut haben oder die Überwindung auf sich nehmen, das der Öffentlichkeit trotzdem zu zeigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Das gilt auch für die Unternehmenskommunikation. Die ersten okay. Postings werden alle scheiße, die werden alle, die werden alle nicht geliked, die will kein Schwein sehen, finden alle doof. Weil du es auch anders machst vielleicht, ja. Es ist auch bei uns immer so, wenn wir irgendwie dann, äh, unsere Unternehmen oder Kunden so, äh, aktivieren und sagen so, hey, es wäre mal cool, das irgendwie komplett anders zu machen, als jetzt die Branche zum Beispiel gewohnt ist. Hallo, meine Damen und Herren. Heute zeige ich Ihnen unseren Bilanzbericht. Kein Schwein interessiert diese Scheiße. Mach das genau. doch mal anders. Zieh das doch mal anders auf. Verbind das mal mit irgendwie einem Livestream oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwie eine Gamification oder sowas kannst du damit reinbringen oder sowas. Vielleicht gut. Ein Jahresbericht oder ein Bilanzbericht wird schon eine herausfordernde Aufgabe. Aber es gibt trotzdem Wege und Mittel. Und ein guter Anfang ist immer zu denken, was wäre komplett das Absurdeste, was man jetzt zum Beispiel machen könnte? Was wäre, was wäre vollkommen unvorhersehbar. Womit würde man die, Leuten, die Leute jetzt da draußen gerade nicht unbedingt schockieren, aber zumindest mal kolossal überraschen? Das ist immer ein guter Ansatz für, für Ideen, die, ja, die neu sind. Und, äh ja, aber in Deutschland ist es auch, auch ein Thema. Ich kenne das ja vom Land wahrscheinlich noch mehr als in der Stadt, weil also meine Frau, die ist in Köln groß geworden, ich auf dem Land. Zum Glück hat es mich nie geschert, meine Familie, mein Vater auch nie, was die Leute denken. Aber es ist schon sehr verankert in vielen Menschen, was könnten denn die anderen denken. Und ja, gerade also auch bei, Führungs ja, ne, bei Führungskräften, ja. auch wenn du Geschäftsführer einer Firma bist und auch Inhaber dieses Unternehmens ähm, mhm. und du eigentlich sagen könntest, mir doch egal, ne? also ich bestimme ja, haben viele mit Sicherheit trotzdem die Bedenken, ich könnte ja unseriös wirken. Ja, ja, genau. Ne, der Wettbewerb denken? Ja, ja, genau. Aber das ist ja der Tod jeglicher Besonderheit, weil dann sind Voll. halt alle gleichgeschaltet, gleich äh, weichgespült. Dann hast du diese typischen Videos, äh, diese mhm. typischen Ansprachen, und du fällst halt nicht auf, du bist halt. Aber genau das sind, ist ja LinkedIn-Content gerade, ne? Diese, 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 diese seichte, diese durchgespülte, dieses, dieses ekelhafte, dieses langweilige, genau das ist doch zu so 95 Prozent der komplette Content auf LinkedIn, wenn wir schon mal beim Thema sind. Nicht nur auf LinkedIn, sogar auf Instagram und sowas. Alles ist ja. Das ja da ist ja das Credo da auch. Ist, ja, gut, Insta und sowas, TikTok Welt. ist doch nochmal eine ganz andere Welt. Aber wenn wir jetzt nur nur LinkedIn betrachten, ist da genau das, was du gerade beschreibst. Das ist der Firmen-, der Unternehmenscontent. Und das, ja, das damit fällt es nicht auf. Da, da gehst du unter. Da gucken die Leute die ersten zwei Sekunden und scrollen dann weiter. Das ja, oder, oder noch besser habe ich jetzt sehen. letztens wieder ein paar Mal mitbekommen, dass dann in Ich habe mit einem Corporate Influencer von einem großen Unternehmen gesprochen. Und er sagte also, das große Thema ist, dass er im Prinzip, wenn er das so machen würde, wie sein Unternehmen das vorschreibt, also jeden Beitrag absegnen zu lassen, dann würde kein Mensch seine Beiträge liken, weil das haben die mit anderen Influencern so gemacht. Das ist an Langeweile nicht zu überbieten. Und dann ist halt auch das letzten Endes kein authentischer Beitrag, egal ob in Wort, in Text oder in Bild, sondern es ist eine Pressemeldung. Und Pressemeldung, ja. ich meine, wer liest Pressemeldungen? Die will keiner lesen. Kein Schwein. Ja. ja. Also, Finger weg von Pressemeldungen. Ja, mehr Mut. Mal anders also denken. Mehr Mut, anders denken. Nicht so viel äh, an, an Technik denken. Nicht so viel an, an den Wettbewerb denken. Authentizität, Menschlichkeit. Nimm deine Kunden ernst. Äh, hör zu, auf jeden Fall, wenn, man, wenn, wenn deine Zielgruppe mit dir redet. Das ist ganz, ganz wichtig. Community Management. Man muss hinhören. Man muss interagieren. Man muss da sein. Da hilft dir auch keine KI. Und weg von der KI vielleicht. Ja. Das würde ich auch noch ganz groß äh, auf. Also es gibt viele, viele Bereiche. Ähm, Habe ich neulich oder letztes Jahr war das noch? Mit einem unterhalten, äh, der macht so, so, so Glossare und, und so, so mhm. ähm, Webseiten, Text, äh, Suchmaschinen, text und sowas alles, um irgendeinen Algorithmus zu bescheißen. Dann, dann, also der kommuniziert nicht mit Menschen, sondern halt, also, da kommunizieren die Algorithmen mit sich untereinander. Und da geht es halt eben auch manchmal einfach nur um stumpfen Inhalt. Da mag das vielleicht auch ganz gut sein. Oder wir nutzen ja KI auch, mit, also mit Journey insbesondere, so für Drehbücher mhm. oder sowas, für, für Inspiration, wie könnte man eine Szene einleuchten. Oder das ist ja auch geil so, ja. Aber verlasst nicht, legt die Unternehmenskommunikation nicht die Hände von irgendwelchen KIs oder von irgendwelchen Algorithmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das wird man belanglos, genau wie die äh, Ergebnisse, die eine KI produziert. Es ist nett. Genau austauschbar, ja, es ist irgendwas, weißt du, aber man, ich finde, das ist bei LinkedIn, aber ist ist auch ganz krass, du spürst einfach oder du siehst, liest und siehst, dass es einfach seelenlose Inhalte sind. Da ist kein Mensch, der das, der das äh, geschrieben hat. Ja, aber manche machen, kannst, haben es auch schon gemacht vor KI, also da gibt es auch Gibt es auch einige ja, Beiträge. Gut, die, nehme ich, einige. Die, die nehme ich jetzt davon raus, ja klar. Ja, also, also Müll gibt es genug auf LinkedIn, aber es ist immer, aber die, diese Formulierungen sind immer gleich, es ist immer sowas. Ja, es ist, man spürt es einfach, finde ich. Du, 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 du liest einen Text und denkst gleichzeitig dann direkt am Ende, äh, nicht gleichzeitig, am Ende denkst du, okay, das ist eine KI und fühlt sich direkt scheiße. Du hast, hm. du hast direkt den, das bereuen, du bereust die, die investierte Lebenszeit, diesen Beitrag zu liken. Oder diesen Beitrag nicht, nicht, nicht zu liken, sondern die zu Leben lesen, zu, zu konsumieren. Genau. Du bereust es. Du bist auf eine KI reingefallen. Da ist, das ist, das ist eine Maschine gewesen, die vorgibt, gerade ein Mensch zu sein oder irgendein Typ, der dich beschissen hat, weil er seinen, seinen Beitrag von ChatGPT bekommen hat. Und ich, ich habe immer einen bitteren Beigeschmack. Genauso Beiträge, Bilder, die ganz klar zu erkennen AI sind. Ich hasse es. Ich, ich gucke da gar nicht mal rein. Ich es gar nicht. Ich will, ich will mich da, Das ist wie so ein Werbespot für mich. Ich werd, ich mir wird Lebenszeit geraubt mit computergenerierten Inhalten. Ich habe keinen Bock mit, mit 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 Rechenzentren zu reden, sondern ich will mit Menschen reden. Ich will die echte Kommunikation haben. Aber lass das, das ist doch ein alles, Social Network. Alles, ja, aber lass es doch auch äh, außerhalb von LinkedIn in allen Bereichen noch einfach schön groß werden, weil wenn dann alle draufspringen und sagen, die KI wird ja auch besser, wir machen es mit KI, dann wird ja die Wertigkeit der nicht generischen, sondern der individuell hergestellten Inhalte viel, viel wichtiger und größer. Ja, natürlich. Aber wenn du ein Netzwerk mit KI-Inhalten flutest, dann gehen auch die guten Stimmen irgendwann mal flöten, ja? Also das, du kannst halt so ein Netzwerk auch schnell verseuchen mit so einer Scheiße. Ja. Also du, du verwässerst halt äh, die, die Content-Landschaft, weißt du? Die ich Masse wird auch. immer größer und der Scheiß wird immer größer und die Perlen zu finden, wird auch immer schwieriger dann. Ja, ja, aber ich meine jetzt mein, bezogen der, der, als Dienstleister, das wenn, weißt du, wenn immer mehr hingehen und sagen, wir machen unsere, unsere Videos in den ganzen ja, KI, nee, also, dann fällst nee. du mit einem gut gemachten Video, mit einem gut gemachten Podcast. Ich meine, ich, ich habe es bei Podcast doch erlebt. Ähm, ich mache ein totales Nischenthema. Ne, also was wir hier besprechen, ist jetzt nicht ein Thema, wo du irgendwie in die Podcastliste von Spiegel oder Zeit kommst mit. Dafür ist es zu speziell. Mhm. Aber komischerweise spricht mich nahezu jeder Kunde darauf an, dass er meinen Podcast hört, dass es wichtig mhm. war für seine Entscheidung. Und jeder sagt mir, ey, egal die Tonqualität, kenne ich jetzt von fast keinem anderen Podcast. Mhm. Ne, klar, Podcast mal starten ist besser als nichts. Aber da viele halt... Äh, diesem Motto, ne, besser als nichts, halt auch treu geblieben sind, auch nach Jahren, einfach nur in der iPhone sprechen und so, fällst du mitten, das ist ja kein Hexenwerk, was ich mache. Jeder, der meine genau. Berufsausbildung ja. hat, kann das. Ne, fällst du aber massiv auf. Und auch diese automatischen Audio-Restaurations- und Verbesserungstools, das ist immer nett, was rauskommt, aber letztendlich Schrott. Und wenn man es dann ja. richtig macht, ist es doch trotzdem besser. Von daher, echtes Können, Authentizität ähm, und menschliches Miteinander werden durch KI nicht ersetzt. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also ich mache mir wegen KI für meine Branche oder für meine Dienstleistung vorerst muss man auch ganz klar sagen, man weiß nicht, was, man da, was da noch alles kommt. Aber vorerst mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Das sorgt sogar dafür, dass die Leute sich zunehmend mehr für äh, authentische Kommunikationsformen oder äh, ja, echten Inhalten wieder sehen ne? und genau das, dann ja. auch dementsprechend belohnt werden mit Likes, Reichweite und so weiter. Sehr schön. Das ist ein schönes Sch Schlusswort. Oder? Weg von KI, mehr hin zur Authentiz Authentizität. Yes. Ja, sagen wir nochmal Authentizität. Authentizität. Jetzt nochmal alle bitte. Alle Zuhörer nochmal. Authentizität. Ja, ich finde es immer ja. geil, die Leute, die Leute sagen manchmal, viele sagen Authentizität. Mhm. Das ist mir aufgefallen? Ganz viele, ja. auch wirklich Professoren und sowas, sagen ganz viele so Authentizität. Jetzt machen wir mal klein das heißt ja nicht authentisch. <laughs> ja. Alles also Alles total authentisch also so hier. Achtung, Achtung, hier ist die äh, Sprachpolizei. <laughs> ja, Sie genau. haben nichts gesehen, hier ist nichts passiert. Nichts Herr Bierwirt, äh, Sie werden mal kurz abgeführt, weil Sie haben Authentizität gesagt. Okay, scheiße. Andi, ich danke dir <laughs> vielmals glaube, ja. für das dieses cool. äh, doch viel länger, als ich jetzt gedacht hatte, ja, laufende äh, Gespräch. Schon du hast jetzt ein paar... Böse Nachrichten hier bekommen, habe ich gerade gesehen. Genau. Du, das werden wir aber demnächst weiterführen, weil du bist ja mit Sicherheit in München beim nächsten Influencer Forum dabei. Aber sowas von ja, ja. da freue ich mich und, schon sehr drauf. Genau, und wie ich schon mitbekommen habe, die meisten sind auch im gleichen Hotel oder zumindest im Dunstkreis dieses Hotels, das mhm. genau gegenüber ist. Also, ich habe auch schon wie gesehen auch. in der Liste. Hm? Ich bin da auch, genau. Und ich habe gesehen in der Liste, haben sich auch fast alle, die da zumindest teilgenommen haben, eingetragen für das Abendessen am Vorabend, also es wird wieder eine grandiose Veranstaltung. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Wiedersehen an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Ich freue mich immer über Feedback, vielleicht auch Themenvorschläge, vielleicht auch Interviewpartnervorschläge oder vielleicht hast du ja auch ein Thema rund um die Videokommunikation, um das Thema Videokommunikation in Unternehmen, von Unternehmen, für Unternehmen oder darüber sprechen möchtest, dann melde dich gerne an podcast.corporate-studio.de und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen und wenn du schon immer eh mal bei Spotify oder Apple Podcast reinschaust, dann klick doch mal kurz auf Abo, dann kriegst du nämlich jede Woche eine neue Podcast-Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, Andi, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Florian, und bis dahin. Dankeschön. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.